Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Fantasy Life. Wir müssen zurück in den Rittersaal, weil wir haben im letzten Part mit diesem Falk gesprochen, der ja so von Emporia, ich weiß nicht mehr, wie diese Himmelsstadt heißt oder dieses Himmelsdorf, was auch immer das war, also von irgendwas, was oben fliegt. So, erstatte Pokus, besiegen habe ich als Experte. Ich bin Meister. Also das Meeresphantom muss ich noch. Sternschnuppen. Ah, stimmt, da habe ich ja 5 Zombies mit einmal erledigt. Das war ziemlich gut. Uralte Ruinen. Metallglibber, süßer Glibber. Wüstenglibber. 5 Stück. Kakteenbuch. Wie soll ich denn bitte schön an links kommen? Ach ja, Emporia. Hier stand es auch. Im Mittelemporia. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. 4 Riesengorillas, okay. Und 5 Wüstenräuber. Na schön, dann gehen wir nochmal zum Rittersaal, damit das hier mit der Story weitergeht und ich mich mal wieder ein bisschen freier bewegen kann. Irgendwann müssen wir wieder nach Almagic zurück. Ach ja. Ach, da sind sie jetzt hier. Ach, so ist das also. Falks Lehrling ist also vielleicht auf der Suche nach Emporia, nach Puerto gegangen. Das nehme ich zumindest an. Selbst wenn es so ist, gibt es keine Garantie, dass er solch einen Ort wirklich finden kann. Aber ich glaube Falk, so rum. Er hat die Wahrheit darüber erzählt, Emporia gesehen zu haben. Nun gut, vertrauen wir deiner Institution. Ich kann heute nicht reden, Entschuldigung. Die Versammlung wird fortgesetzt, es gibt noch viel zu besprechen. Währenddessen werdet ihr Informationen über Emporia sammeln. Verstanden. Dazu müssten wir erstmal diesen Fink finden. Grieskram weiß vielleicht etwas über ihn. Oh, das wäre hilfreich, aber wer ist Grieskram? Er ist unser Luftschiff-Chefpilot, nicht wahr, Andi? Das ist richtig, allerdings, ja. Nein, nichts. Ihr findet ihn vermutlich in Cucina Rica. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, fragt Luciano. Alles klar, danke. Wenn ihr mich nun für einen Moment entschuldigt. Jupp, da ist er wieder, ein Spenderling. Meine Güte, das war überraschend. Du bist wirklich ein seltsames Mädchen, oder? Ein seltsamer Schmetterling, schwer zu sagen. Diese Form ist viel bequemer. Na gut, ihr alle, wir gehen nach Puerto. Vater, kann ich mit Ihnen gehen? Nicht dieses Mal, mein Schatz. Dein Vater hat recht, wir haben Gäste aus ganz Reviria. Es wäre undenkbar, wenn die Prinzessin von Castell das Schloss zu so einem Zeitpunkt verlassen würde. Ach, jetzt stell dich nicht auf Vaters Seite, Mutter. Maika und Joela, wir zählen auf euch zwei. Es ist Zeit, die Geheimnisse um Emporia zu lüften. Wir sehen euch später. Maika, gehen wir. Jupp. Ab. Rede mit Grieskram. Ach ja. Habe ich irgendwas, was ich in Puerto machen kann? Das dauert noch. Naja, da hat die 10 das Meeresphantom höchstens. Die Frage ist, kriege ich das so gut hin? Ich würde viel lieber noch ein bisschen aufsteigen, ehrlich gesagt. Wir können ja mal nochmal unser Glück in Almagic probieren. Wir müssen ja eh dann noch diese Nebenquest machen. Dieser Grieskram ist also Puerto Chefpilot, was? Ich frage mich, wie er so ist. Wir finden ihn angeblich in der Cucina Rica. Weißt du, wo das ist? Wenn nicht, frag Luciano. Es ist ein weiter Weg bis nach Puerto, aber mit dem Luftschiff kommen wir dort im Nu hin. Ja. Genau. Maika, gehen wir schnell dorthin. Ja. Stress doch nicht so. Wir kriegen das schon hin. Rede mit Grieskram. Ja, ich laufe aber lieber den anderen Weg. Ich weiß nicht, fliegen finde ich doch ein bisschen schöner. Ich meine, wir könnten den ganzen Weg jetzt nach Puerto laufen, aber... Nö, muss ja nicht sein.
Das muss nun wirklich nicht sein. Also da fliegen wir doch lieber. Haben wir mehr von. Tim, 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 lauf, lauf, lauf. Aber kurz noch ein Abstecher nach Al-Majik. Yep. So billig kommen wir nie wieder nach Al-Majik. So, jetzt überlegen, überlegen. Ich muss auf die andere Seite. Ich muss doch woanders hin. Mensch, dauernd stehen die einen im Weg. Kann doch nicht wahr sein. Wieso tut ihr das? Halt. Und noch ganz kurz. Abspeichern. Yay. Und jetzt gucken wir nochmal. Diese Riesengorillas waren irgendwo unten. Das weiß ich noch. Vier Riesengorillas im unterirdischen See. Fünf Räuberanführer. Okay. Muss ich nur irgendwelche... Nee. Ich hätte ja gedacht, ich muss ja vielleicht noch irgendwelche bestimmten Techniken machen, aber nur halt diese... wie heißt es denn? Ach Gott. Das ist eine Wutkaktier, okay. Das war irgendwas mit Vögeln. Da sind Kakteen, aber ich bin der Meinung, hier unten waren Gorillas. Yep. Nein! Machen wir es halt so. Verdammt! Nehmen wir mal Wind. Hat aber nicht so den ausschlaggebenden Effekt, wie ich mir gehofft habe. Uhu! Und noch ein bisschen Geld dazu gekriegt. Versuchen wir es mit Wasser. Vielleicht ist es ja besser. Nur mal rein und raus. Giftkleber. Diese komischen Frösche. War hier vielleicht noch irgendwas, was ich gebrauchen konnte? Man weiß es ja nicht. Antibetäubungsmittel. Glibber ist jetzt unwichtig. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Die Gorillas sind ja draußen. So. Sobald wir die wieder rausgehen, sind sie ja wieder da. Arachne. Wassermagie Level 9 erreicht. Sehr schön. Das macht schon ziemlich viel Schaden, ne? Das tut hier weh. Ich merke das schon. Ach, hier ging es zu so einem komischen Stein. Aber hinten ging es zu so einem... Ach, den kriegen wir jetzt hier dran. Da mache ich mir ja immer keine Sorgen. Die Frage ist, wie kriegen wir die Beute nur wieder zurück? Hui! Und ich bin Level aufgestiegen. Yes! Dankeschön. Ich bin ein Level aufgestiegen. So. Ach so, Schande. Verteidigung jetzt nicht. Verbessert Magie. Und kritische Treffer nehme ich mit. Ich müsste die vielleicht auch schon einsetzen, ne? Dann machen wir es halt so. Jetzt schön vorsichtig. Fragen?
Wo geht's denn hier lang? Jadewasserfall. Da es hier Monster gibt, machen wir das mal so. Okay, die sind anscheinend total unwichtig, so da, dass ich die ja überhaupt nicht besiegen muss. Albtraumflatterer. Aber wir kriegen Erfahrungspunkte. Du kommst mit. Ach du Gott! Was ist denn da hinten? Der macht mich ja fertig. Ich könnte jetzt mal die Fledermaus bitte abhauen. Ist ja sehr nett. Muss mal mit Dings, vielleicht ist ja stärker. Nein, ich sterbe fast. Verdammt. Moment, 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 Moment. Geh weg. Das wollen wir mal nicht, ne? Ich meine, das läuft doch schon so an sich ganz gut. Muss mich halt nur nicht von dem treffen lassen, das wäre schon mal sehr vorsichtig. Meine Fresse, was ist nur los? Geh weg! Ich weiß nicht, wo sie hingeschaut hat, aber das war jetzt ja wirklich mies. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Geh doch mal weg. Das wird wehtun. Gott, wir haben ihn noch gleich. So viel ist da nicht mehr. Ach, daneben. Die geht aber auch nicht zur Seite, die Frau. Das macht mich wahnsinnig. Komm schon, wir haben es doch fast. So viel ist es nicht mehr. Du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich.
Was hat die nur gefressen, ey? Ja, 70 immerhin noch. Geh weg. Der stoppt auch nicht in seiner Attacke. Wie gemein. Oh mein Gott, aber wir haben es geschafft. Ein Sack voll Gold. Und was ist hier? Elite-Ausdauertrank. Hey. Jetzt müssen wir die Beute nur irgendwie wieder rausschaffen. Ohne dass mich jetzt die Monster kriegen. Ist ja easy. Ach du Gott. Das heißt, immer nur stückchenweise und gucken. Hier ist nämlich schon wieder ein Gegner. Ach du Schande. Ja, dich kriege ich ja jetzt hin. Ey, hast du gesehen, was ich eben gerade da in der Höhle gemacht habe, du? Da bist du ja nichts. Da bist du ja gar nichts gegen. Das hat weh. Ah, Beute ist erschienen. Ja. Nicht mehr lange. Dann kommen da jetzt diese komischen Schnecken, ne? Ja, Quatsch, die Spinnen waren es, ne? Roter Seidenfaden. Ah, es reicht noch nicht. Schade. Aber nicht mehr lang und dann können wir wieder nochmal unser Sternschnuppen-Ding hier machen. So. Kommt mal alle her hier. So, wie viel habe ich? Oh nein, ich bin vergiftet. Habe ich den? Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Noch einen muss ich noch. Och, komm schon. Ich will die Heil hier rauskriegen, also mach dich weg. Das ist ein geheimes Schatztruhe gefunden. Wo? Ja, aber wo? Ach da. Sehr nice. So. Vielleicht kriegen wir dafür ja auch schon Punkte, wenn wir die Beute eingestrichen haben. Und die Gorillas darf ich auch nicht vergessen. Oh, du Gott. Die kommen ja auch noch. So, dich nehme ich vorsichtshalber mit. Ich will nicht, dass mir das hier gleich noch abgeht. Hier kommt mit. Ich habe Level 28 erreicht. Das ging jetzt aber schnell. Noch ein bisschen Gold eingesackt. Hatte der mir jetzt ein Ohr gegeben? Ja. Violettes Gel. Also im Prinzip, wenn man Fischer macht, dann kann man damit rechnen, dass man hier auch rein muss, weil hier unglaublich viele. Hat mich erwischt? Ich habe keine Ahnung. Aber da die Affen ja nicht so aggressiv sind, können wir auf jeden Fall ein bisschen hochlaufen.
Und die abstellen und dann können wir die schnell die noch die Gorillas machen. Aber langsam geht es schon ins Dunkle runter, ne? Langsam wird's dunkel. Ja, ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Da zieh ich! Oh mein Gott, ich dachte, jetzt kommt er aber an hier. Wo ist er hin? Wo ist denn der Gorilla hin? Der Gorilla ist weg. Kann nicht euer Ernst sein. Jetzt ist nackt und der Gorilla ist verschwunden, oder wie? Wie dumm ist das denn? Ist egal. Ihr stört mich ein bisschen so auf dem Weg zur Beutehändlerin. Muss ich euch leider mitnehmen? Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, da ist ein Drache. Kann ich hier so durch? Ja, ich kann hier so durch. Hier. 100 Eisengolem, okay. Yay, Machiko, ja, super. 5000 habe ich für den bekommen. Und ein Riesenschweif. War aber anscheinend keine Aufgabe. An sich. Schade. Ich überlege gerade. Udi. Wüstenpatrouille. 5 Wüstenräuber. Gorillas. Mumien. Sonnensplitter. Was ist denn hier hinten? Sind denn hier schon mal Wüstenräuber irgendwo? Nee, das sind ganz normale Räuber. Ist ja langweilig. Hier sind irgendwelche Kakteen. Auch Kakteen. Sind denn die ganzen Haupträuber hin? Ist ja gar nichts. Dann schwören die doch hier überall rum. Der Chef nicht in der Nähe. Na schön. Den halt nicht. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein paar Level weitergekommen. Immerhin. Immerhin. Schade. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Du bist die falsche Nummer? Wo krieg ich denn da süßen Glibber her? Bei der Kakteenbucht. Ich meine, da sind ja nur Kakteen. Oh, einen Fisch nehme ich mit. Lagerfeuerfisch. Da war einer. Hätte das gedacht? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da einen finden. Grüner Kaktus. Hier geht's nicht weiter. Grotte der Schatten. Was war da nochmal? Und so eine komischen Waldgeister. Komm her, ihr zwei. Ach komm, machst du den einen noch. Total übertrieben, aber das ist egal. Falsche Richtung, du musst da hingucken. Dankeschön. Diese Wandmaler erinnert dich an irgendeinen Ort. Okay, da kommen wir nicht lang, sag's doch einfach. Und dass du da nicht lang kommst. So, meine Chance auf kritische Treffer mal ein bisschen erhöhen.
Huch, da ist noch Erfahrung. Ja, die muss ich ja wohl mitnehmen. Die Erfahrung nehmen wir mit. So. Mach mal Feuer hier. Ich wollte gerade sagen, das tut doch schon wesentlich mehr weh. Rosagel. Zorn des Ozeans muss ich noch machen. Das ist aber in Puerto. Das ist als Sandwüste. Okay, und Mittelemporia. Wenigstens haben wir schon mal das Wichtigste eingesagt. Ich kann mir vorstellen, irgendwann werde ich wahrscheinlich eh nochmal in die Sandwüste müssen. Spätestens um meine restlichen Questaufgaben hier mit den Gorillas und so zu machen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Jetzt gehen wir aber erstmal so schon mal nach Puerto, um den Grießkram zu finden. Vorher speichern wir aber noch ab. Das ist mir schon doch recht wichtig. Ich weiß, der Part war wahrscheinlich jetzt nicht so im Prinzip interessant anzugucken, aber jetzt seht ihr im Prinzip, was noch in der Höhle ist. Was ja eigentlich auch nicht unwichtig ist. Und wieso laufe ich hier lang? Ich weiß es einfach nicht. Du sprichst ja nicht mit mir. Nach Puerto. Jetzt müssen wir erstmal den Grießkram finden. Grießkram. Grießkrams Werkstatt. Vielleicht ist er ja da. Also hier ist schon mal keiner. Peter. Okay. Peter. Aber es wird mir gerade angezeigt, wo ich ja hin muss. Ich sehe es. Ich sehe den Punkt. Ich sehe den Punkt. Ballastweg. Und wer seid ihr? Diese wackelige Person hier müsste Grießkram sein, glaube ich. Was zum Kuckuck ist denn das? Ein sprechender Schmetterling. Er steckt mir schon zu Kopf. Zu viel Weizensaft. Dann gehörst du in Ordnung, mein Freund. Ich bin wirklich ein sprechender Schmetterling. Denkst du, du kannst mich aus den Socken hauen, nur weil du ein bisschen unsicher auf den Beinen bist? Ein sprechender Schmetterling? Na klar doch. Ein Zaunkönig vielleicht, weil der ja ein König ist. Zaunkönige sprechen doch nicht. Das wäre doch albern. Was? Zaunkönige können nicht sprechen. Können das nicht? Ach ja, ich meinte Ameisenjungfern. Ameisenjungfern sprechen auch nicht. Na gut, Mädel, hast ja recht. Briefkästen plappern mit ihren Klappern oder so. Nein, sie... Ach, na gut, sprechende Briefkästen. Gut, warum nicht? Geh ich dir auf die Nerven? Tut mir leid, willst du was essen? Olivia sagte, wir fänden hier den Chefpilot dieser Stadt, also habe ich jemand Verlässliches erwartet. Du bist bestimmt nicht Grießkram, mein Fehler. Nee, ich bin Grießkram. Hm? Ach du Schande. Vater! Hä? Sieh dich doch nun mal wieder an. Machst du dich wieder über andere lustig und dich selbst unglücklich? Ach, du bist Aurora. Du wirst mir bestimmt mal wieder wegen Larkin die Ohren volljammern. Was? Genug, was weißt du schon? Du bist auch nur ein Kind. Ach, komm schon, Vater. Verzeihung, ist Grießkram dein Vater? Ja, und wer seid ihr? Tja, wir sind aus Castelli hergekommen. Wir suchen nach einem Piloten namens Fink. Kennst du ihn zufällig? Ihr sucht nach Fink? Er wohnt in unserer Werkstatt. Ach du meine Güte, wirklich? Seid ihr Freunde von ihm? Ich kann euch zu ihm bringen. Aber was mit deinem Vater? Oh, der Boden bewegt sich ja. Ach, es geht ihm gut. Macht euch keine Sorgen. Er ist heutzutage immer so. Ich bin Aurora. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Juelia. Und das ist Maika. Ich nehme mal an, sprechende Schmetterlinge sind in Castell nichts Ungewöhnliches, oder? Was meinst du? Vergiss es, gehen wir. Die Werkstatt ist an der Ostseite des Hafens. Aurora ist deiner Gruppe beigetreten. Yay! Ich müsste mir auch mal mein Tier mal wieder angucken. War da eine Kiste? Da war echt eine Kiste und ich habe es nicht gesehen. Da ist eine Kiste! Umwerfende Koralle. Läuft.
Okay, wir speichern hier ab. Jetzt haben wir nämlich schon mal so weit gespielt. Haben ein bisschen gelevelt. Ein bisschen Geld abgestaubt. Ja, genau. Dann beende ich hier diesen Part. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.